öffnete das Paket und fand einen Schnuller in Papier verpackt. Das ist ein Zettel. Er war von meiner Frau aus Berlin und darauf stand Glückwunsch. Du bist der Vater einer wunderschönen Tochter. Sie heißt Karin, wie wir besprochen haben. Deine dich liebende Frau. Bevor sie abfuhren, kam Georg angelaufen und rief: Ich hab das Kriegszittern, ich will auf den Laster! Etwas verstört ließ sich ihm gewähren und weg war er. Aber eine Stunde später kam er wieder, sehr klein noch. Sie hatten ihn kurz untersucht und gesagt: gehen Sie zurück zu Ihren Kameraden. Er ist und bleibt eben ein Schelm. Wir waren so müde, dass wir es kaum zu unseren Betten schafften. Aber wir wussten, dass es schwer sein würde zu schlafen. Friedrich hatte die Idee, die Tür zu verbarrikadieren. Ich regte an, Granaten in Griffweite neben unsere Betten zu platzieren. Es war der beste Schlaf, den ich seit Monaten gehabt hatte. Vielleicht habe ich mich geirrt.
Ist das eine Leiche? Ja, dann mal los, sieh nach! Genau da!